Okay, ich habe ein EMP, aber kann ich schon Sprengstoff herstellen? Wahrscheinlich kann ich dort den. Naja, sicher, weil der ganze Plunder da rumliegt. Naja, macht nichts. So. Kaugummi. Blaster. Windgranate. Ein handgefertigter Sprengkörper aus einer Dose synthetischen Rindfleisch, einer Batterie und einem einfachen Uhrwerk. Das in der Dose angesammelte Gas entzündet sich an einem winzigen Funken, der bei Kontaktverschluss entsteht und verursacht eine kontrollierte chemische Reaktion der Explosion der Dose, gefolgt von einer der Verteilung der brennenden Rindfleischmasse in alle Richtungen. Veredeltes Metall, Titan, dickes Isolierband. Ja, wir werden da am Isolierband scheitern wahrscheinlich. Rindfleischpellet. Synthetischer Biokraftstoff. Doch, scheuer. Sprengstoff. Dose Rindfleisch. Das bringt mir jetzt zu der Frage: Wie komme ich zu einer Dose Rindfleisch? Wahrscheinlich muss ich das erlernen, also ich gehe davon aus. Ja, und wenn nicht, dann kann ich halt eine Rindfleischgranate herstellen. Darf man nicht so eng sein. So. Da haben wir noch so eins. Genau, Titan. Oh, jetzt habe ich genug. Perfekt. 10 Minuten to go. Okay, wie schauen wir ressourcentechnisch aus? Eher so meh. Schauen wir mal, was sie in der Umgebung finden lässt. So, ich hab einmal voll tanken mit 2 Kilometer, 1,7. Gucken wir mal dahin. Das ist auch zu weit weg. Ob sich das da hinten mit der Strahlung ausgeht, ist halt die Frage. Okay,
Joke 1 or Joke 2, if you buy a special Breath Edge 2 button gamepad. Lol. Aber so wirklich besser ist das mit der Voice Line immer noch nicht. Weil ich ein Idiot bin. So. Also für das, dass dieses Raumschiff doch in sich sehr geschlossen war. Looks like the Mayo tanks weren't only on the port side. There's a chance to find something here that can be launched into the core. This is working autonomous oxygen station. Wo? Da? Da ist nichts mit Oxygen. Ja, ich habe ja einen Tank zum Vollmachen. The cost of Breath Edge Agency funerals is the lowest on the market of funeral services. However, some people still prefer to bury their relatives in a slipshod manner. Also, da ging es jetzt nur um den Kühlschrank, okay. Jetzt muss ich dann eh gleich auftanken. There must be some control systems inside. If the airlock isn't damaged, then we need to find it. Get into the tank, start the engine, somehow leave before it starts, and hope that when flying away, the tank will collect at least some part of the flowing spilled mayo. Gut. I'm not sure about the composition of modern mayo products, and therefore I advise you to be careful. Their current physical properties are unknown. Vermutlich gibt es da oben irgendwo eine Luke. Die ich nicht benutzen kann. Although considering our situation, it's a great opportunity to launch it without any problem by fixing one of the engines and disengaging the tank from the module. Ja, das wird das sein. So. Motoren gescannt. Okay, verstehe. Gut, das ist jetzt natürlich ein Problem, weil ich keine Sauerstoffkerzen mehr habe. Das heißt, wir werden retour fliegen und auftanken. Ich habe so das Gefühl, das wird ein sportlicher Sprint zurück zum Modul.
schauen, ob ich genug Material für einen Sauerstoffballon habe. So, was brauchen wir? Wann das Ding? Sauerstoffkerze und Isolierband. Das Isolierband könnte wieder ein Problem werden. Das ist ein Problem. Ich habe nichts mehr, um Isolierband herzustellen. Schon wieder. Habe ich noch Wasserreserve? Ja. Aber langsam wird's knapp. So, wie viele Tage kommen jetzt? 50%. Okay. Ich weiß halt nicht, kann ich. Schwierig, schwierig, schwierig. Was? Ach so. Okay. Fünfzehn Sekunden noch. Perfekt. Ist die Frage, kann ich jetzt Dosenrindfleisch herstellen? Nein. Wird schon wieder kein so isolierbar nicht. So, ich habe jetzt drei Sauerstoffkerzen mit. Es müsste zumindest reichen, dass ich drüben diese Triebwerke starten kann.
glaube, das habe ich beim letzten Mal übersehen, oder? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. What a strange place. But maybe we can find something useful here. Ich glaube, wir werden ein anderes Problem kriegen, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Ich werde nicht mehr genug Scan-Versuche haben für alle Triebwerke. I hope we won't need that. Small modern engines can do without burning fuel, which is much safer. Shit. Ah, das ärgert mich jetzt. Und jetzt fehlen zwei und ich kann genau nichts mehr machen. Egal, dann werde ich schauen, dass ich dann noch ein paar Materialien sammeln kann. Und dann werde ich wieder retour fliegen. Den Mann im Kühlschrank kennen wir schon. The service post. About 2 meters of high-strength alloy and no breaches in the security system. The object is classified, but I managed to download some information from the captain's bridge. You can remotely access the liner's core from here. This would be extremely useful. However, it is impossible to get inside unless you have an anti-armor weapon. Only the main weapon of the liner, Knight Errant, could have made such holes. If it's still functioning, I really hope that Knight Errant will not react to an object as small as your body. Oha. A turret. Be careful. Das heißt, ihr müsst einen Weg an den Turrets vorbeifinden. Da haben wir There's an engineering shuttle ahead. How you find everything so quickly. Is it because of my hints? Na, das habe ich gefunden, bevor du es mir angezeigt hast. That's a familiar way of repairing things. Did you study the same manual as well? Wie scannen? It's unlikely that it will fly with a broken engine, but the design of the steering wheel is quite interesting. Oh, Moment, Luft. Versorgungsgüter. Ich habe keinen Akku mit, oder doch? Ich habe nochmal Zünder. Ausrüstung, Scanner. Oh yeah. Es war voll geplant. Ich habe... ist es nicht schön, wenn man manchmal ein bisschen Luck hat. Es ist 3 von 4. 3 von 4. Oh ne, ich wollte das gar nicht mitnehmen. Weg. So. Wir hatten mehr als genug Lebensmittel. Die können bleiben, wo sie sind. Thank you.
Eine Unterhose. Ja, weil. Man weiß ja nie, wann schlimme Dinge passieren. So. Ömedi. Das heißt, wie weit ist es jetzt da hoch? Weil eigentlich. Das Ding ist voll in Ordnung. Das ist mein Pod. Probieren wir es einmal. Müsste man halt merken, dass das Ding tatsächlich ein Safe Space ist.